Hallo liebe Spielenden, ich bin Gary Metatron und werde heute mit euch hier die Burg Blaustein weiterbauen. Hier eine, ja, Klemmbausteinburg, Knoppensteinburg. Und diese Burg ist hier am Saalbau. Diesen Saalbau möchte ich heute weiterbauen. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ich mache die Musik mal ein bisschen leiser. Und ja, genau, es sind 900 Schritte plus, die wir hier erledigen müssen. Und ich denke mal, wir werden heute so 30, 40 Schritte schaffen. Und ja, vor allen Dingen wird es auch ein paar Truhen geben. Ich werde also mal in der Burg unten schauen, ob ich ein paar Truhen für euch finden werde. Und natürlich wäre es auch schön, wenn ihr hier ganz viele Likes lasst und hier mitmacht. Ja, also ihr könnt gerne Fragen stellen zur Burg und zu dem Ganzen. Und da habe ich auch schon die erste Truhe gefunden für euch. Ja, gerne Likes da lassen, Follow da lassen, Teamherz da lassen und wir legen los mit der Burg. So, ich zeige euch, was los ist. Ja, was machen, müssen wir machen? Was ist zu erledigen? Wir sind hier bei Schritt 479. Das ist der Burgschritt, wo wir gerade dran sind. Und jetzt geht es zu 480. Wir werden jetzt also hier so ein Teil zusammenbauen, ein paar Steinchen sammeln und ich zeige euch hier gerade mal den Saalbau. Ja, ich mache hier mal auf. So, da sieht man also, wir haben schon ganz hier unten einen Vorratskeller gemacht, dann hier so einen, ja, Aufenthaltsraum, hier ist ein Bett und hier kommt ein Kaminzimmer hin mit ganz viel Holz. Hier ist sogar eine Türe in der Wand, mal gucken, wo es da nach draußen geht. Hier geht es gerade irgendwie nach draußen an der Außenwand, keine Ahnung, wo es da hingeht. Ja, auf jeden Fall das im Moment bis jetzt das, was wir geschafft haben und da bauen wir jetzt weiter. So, und denkt dran, ne? Immer wenn ihr hier die Herzen da lasst, die Flammenherzen, gibt es natürlich wieder neue Truhen hinterher. Wenn wir die 1000 Likes knacken, gibt es natürlich auch wieder Truhen hinterher. Und ich sammle jetzt Steinchen. Ich habe hier einen ganz großen, ja, riesigen Haufen Steine und daraus muss ich immer die Steine zusammensuchen. Dauert immer ein bisschen was. Aber in der Zeit können wir ja hier dann wenigstens auf den Monitor drücken, ganz viel Likes drücken, vielleicht auch mal ein Follow dalassen, ne? Und so dann auch wachsen hier bei TikTok. Denkt dran, jedem, der hier ein Follow dalässt, natürlich auch nochmal ein Follow dazulassen, gegenseitig, so dass man sich gegenseitig so ein bisschen unterstützt. Und vor allen Dingen, ja, wenn ihr Fragen habt, dann fragt ruhig. Wir sammeln heute Flammenherzen, also wenn wir die Flammenherzen zusammenkriegen, dann schauen wir auch, dass wir mal wieder etwas größere Truhen reinsetzen. Ja, im Moment kommen dann die ganz normalen kleinen Truhen hier mit 10 Münzen. Aber da geht natürlich auch noch mehr. Und ich suche jetzt noch ein bisschen hier durch meinen Haufen Steine. Ihr könnt also gerne auch bis zum Ende bleiben. Dann zeige ich euch nochmal hier, was hier, das, ja, was hier für Steine alle liegen. Es ist halt extremst viel. Darum dauert das Sammeln auch manchmal ein bisschen was. Aber ich glaube, wir kommen heute gut voran. Das ist übrigens die dritte Erweiterung dieser Burg. Ja, also die Burg hat insgesamt 4 Erweiterungen und die Hauptburg. Und das hier ist jetzt die dritte Erweiterung, der Saalbau. Und dann kommt noch der Hodeanbau. Aber den macht man natürlich erst, wenn wir hier mit dem Saalbau fertig sind. Wie gesagt, wir sind bei Schritt 480 von über 900. Bedeutet, wir sind über die Hälfte rüber, 5000 Steine, ja, also auch da ziemlich viele Steine. So, und jetzt können wir auch schon wieder was bauen. Die 480 haben wir alle Schritte für fertig. Und das ist halt schon heftig, ne, dass man halt richtig viel hier bauen muss. Ne, 5000 Steine verbauen dauert halt ein bisschen. So, und die nächste Erweiterung ist auch nicht viel kleiner. So, 481. Dafür müssen wir das Ganze zumachen, weil das Ganze gehört jetzt hier hin. Ja, das, was ich jetzt gerade gebaut habe hier, macht jetzt hier diese Burgmauer weiter. Ja, jetzt haben wir also hier auch einen Abschluss. Hier ist schon zu. Sehr schön. Hat sich die Burg schon komplett verändert dadurch. Nice. Und nächster Schritt. 482. Jetzt bauen wir wieder irgendwas an Holz hier. Ja, also immer weiter geht's hier mit dem Bauen. 38 Likes schon. Super. Dankeschön. Und die Truhe ist auch noch da. Wunderbar. Die, da kommt gleich sofort die nächste. Ne? Also keine Angst. Wir sind
bestimmt hier in der Burg mit ein paar Truhen ausgerüstet. In der Burg unten im Keller gibt es bestimmt noch ein paar Truhen. Ich suche die gleich raus. Jetzt mache ich aber diesen Arbeitsschritt hier gerade, diese Steinchensammelei. Ja, das sind Noppensteine. Ja, das ist sowas wie Lego, heißt aber Blue Bricks. Ja, das sind Klemmbausteine. Und die ist, ja, mittlerweile schon bei 15.000 Teilen. Ja, also ich habe hier echt schon extrem viel gebaut. Seit Mai bin ich dran. Immer mal in der Woche 2, 3, 4 Stündchen. Ja, und dann ganz gechillt. Ne? Immer nicht übertreiben mit dem Bauen. So, und jetzt die nächste Bauphase hier. Im Hintergrund läuft Musik von Acid Two Force, so heißt der. Das ist ein Kumpel von mir. Der macht ja so Acid-Musik. Ihr hört das ja im Hintergrund. Das ist einfach ganz gechillte Musik, die man gut hören kann. So, was das hier wird, weiß ich noch nicht. Ja, aber wir sind wieder auf jeden Fall mit einer Holzwand dran. Und danke für die Likes hier weiterhin. Coole Sache. Und die Truhe ist weg. Oh mein Gott, die Truhe ist weg. Wir müssen ja schon wieder eine neue Truhe hier starten. Kann ja gar nicht sein, dass wir hier Truhen verlieren. Sagt doch was. Ihr könnt ruhig in den Chat schreiben. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch. So, und dann gucken wir noch mal, ob wir noch so die ein oder andere Truhe haben. Und weiter geht's mit Truhen. Wenn ihr Fragen habt zur Burg, einfach in den Chat hinein. So, 483. Nächster Bauschritt. Ja, weiter geht's. Hier unten seht ihr ja, wo wir gerade dran sind. Soll ich die Burg ein bisschen weiter weg tun, damit wir hier unten mehr sehen? Du baust auch so groß. Ah ja, Brian, hallo. So große Modelle, ja. Wo selber gebaut, also ohne Plan? Oder baust du irgendwelche ja, Sets von großen Herstellern? Es gibt ja da das Bruchteil-Set zum Beispiel von Lego, das ist super. Oder hier diese Burg Blaustein oder Manhattan von Blue Bricks. Ah, da kann man das ganze Manhattan nachbauen. Es gibt ja so vorgefertigte Sets. Das ist eher so mein Ding. Es gibt natürlich auch welche, die bauen das von aus dem Kopf raus. Ja, die können das irgendwie. Die sind so künstlerisch begabt. Das bin ich nicht. Wie lange bin ich schon live? Fragt Jason Abi. Ich bin seit 10 Minuten live oder so. 10, 20 Minuten so in etwa. Ah, ist auf jeden Fall schon die zweite Truhe hier. Und Flammenherzen sind gern gesehen. Boah, 512 Likes schon. Vielen lieben Dank. 512, wie viele Likes habe ich? Ja, da habe ich es gerade gesagt. Könnt ihr das nicht sehen? Doch, das müsstet ihr auch sehen können. Ne? Bei 1000 gibt es auch wieder gleich eine Truhe, also keine Angst. Ich glaube, wir kriegen heute noch ein paar Truhen hin. Da werden wir schon noch was zusammenkriegen. So, und ich baue jetzt hier gerade weiter die Burg. Ja, da haben wir doch. Also das verstehe ich jetzt nicht. Erklärt mir das mal gerade. Ich zeige euch jetzt mal den Bauplan. Ja? Bei dem Bauplan steht oben 4 von diesen Barren, einer von den Stock und einmal 3x3 Platte. So. Aber man tut nur 3 Barren rein. Oder hä? Oben steht 4, unten baut man 3 rein. Sehe ich das irgendwie falsch? Ich würde sagen, da ist die Bauanleitung ein bisschen verkehrt. Und vielen lieben Dank an Ostfriesen. Oh, den Namen habe ich jetzt nicht ganz gelesen. Fischer, danke sehr für... Ach, das war ein Versehen. Oh, ja, das ist schade. Aber danke für das Versehen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir gefällt trotzdem hier, was du siehst. Ein Teamherz, dann bist du sozusagen im Team drin und dann bist du sozusagen, ja, jetzt immer, wenn du was schreibst und wenn du Geschenke da lässt, im Team höher. Ja, dann steigst du im Team. Denk dran, allen, die hier unterstützen, die hier eine Rose da lassen oder ein Teamherz oder auch eine, das Versehen, ja, das ist falsch hier in der Planung, denke ich mir auch. Das meinst du? Okay, ja. So, 484, nächster Schritt. Wir wollen ja irgendwann mal 900 erreichen. Und mal gucken, wie viel wir
jetzt hier raussammeln müssen. Das dauert jetzt wieder ein bisschen was. Ihr müsst mich ab und zu mal erinnern, wenn die Truhen leer sind. Ne? Ich baue ja dann doch hier ab und zu ziemlich viel. Und dann gucke ich nicht immer so viel auf den Chat. Das meinst du? Ja, super. Schön auf jeden Fall, dass du im Team bist. Freut mich, dass du das hier gut findest. Ja, dann sieht man halt auch immer, wenn man immer wieder so ein Geschenk da lässt, immer mal wieder einen Kommentar da lässt, dass man dann auch hier im Level steigt. Ich finde das ziemlich lustig. Ich bin bei manchen TikTokern schon irgendwie Level 18, 19 oder so, weil ich da so regelmäßig zugucke. Und das ist halt irgendwie schön. Dann sieht man sofort, der ist schon länger dabei, der hat hier schon öfters zugeguckt. Und danke für 1500 Likes. Mensch, ich hoffe, ihr unterstützt euch gegenseitig, indem ihr euch auch ein bisschen folgt und hier auch den Leuten, die hier die Likes da lassen und vor allen Dingen, die hier die Herzchen da lassen oder Rosen. Ne, das ist ja vor allen Dingen das Wichtigste, dass wir hier ein bisschen miteinander wachsen. So, und ich glaube, jetzt fehlt mir so ein Gitterstein. Ich bin die am Suchen. Ah, hier habe ich einen. Davon brauche ich noch einen. Manchmal muss man doch ein bisschen genauer hingucken hier in meinem Klemmbausteinhaufen. Der ist doch relativ groß. Aber nach und nach kommen wir mit den Bauschritten voran. So, 7 Sekunden. Du hast eine Autoklicker-App, Brian. Na, ob das so okay ist. Und ein Flammenherz von Ostfriesenfischer. Vielen lieben Dank für das Herz. Damit haben wir 1 von 50 Herzen schon zusammen. Das ist doch mal Support hier. Das ist schön. Da muss man ja fast schon sagen, ja, wenn ihr dann die 25 habt, gibt es auch wieder eine Truhe. Ne? So ist das. Ne? Umso mehr ihr mitmacht, umso mehr Likes ihr da lasst, umso mehr Follows, umso mehr Herzen, umso mehr Truhen gibt es hier natürlich. Ist ja klar. Ne? Wenn ihr so nett seid, bin ich auch so nett. Und dann können wir hier wieder Truhen kriegen. Und Ostfriesenfischer haut hier richtig rein. Und Andy hat auch hier gerade eine Rose da gelassen. Vielen Dank. Dann gehen wir doch zur nächsten Truhe über. Ihr seid ja richtig aktiv hier heute. Dann kommt. So geht's weiter. Die Truhen kommen hier auf jeden Fall wieder in Gang. Ihr könnt auch gerne selber Truhen. Und 50% des Ziels haben wir schon abgeschlossen. Das ist cool. Danke für die ganzen Flammenherzen hier. Das ist Support pur. Denkt dran, bei ihm ein Follow da zu lassen. Mal bei ihm auf das Profil zu gehen hier. Und dann auch mal ein Follow hinhängen, ja, damit der auch wächst. Und viele, viele Follower hat. Ab 1000 kann man live gehen, ab 10.000 kann man, soweit ich weiß, Werbung schalten oder sowas. Ich weiß nicht ganz genau, kann man auf jeden Fall auch monetarisieren und Geld verdienen und so weiter. Und man wird natürlich berühmt. Das ist halt auch toll. Berühmt sein ist auch gut. So, wir sind fertig mit den Steine sammeln. Nächster Bauschritt. Wir wollen ja irgendwann mal fertig werden hier. Jetzt muss ich mich mal kurz aufs Bauen konzentrieren, statt auf den Chat. So. Also das werden auf jeden Fall wieder irgendwelche Holz Vertäfelungen, ich denke mal innen irgendwo. So, haben wir schon 3 Stück zusammen. Irgendwie hört es nicht auf. Ah ja, okay. Eine Holzvertäfelung. Ich muss mal aufmachen. Wir müssen jetzt innen anbauen. So. Ihr seht, da ist eine Türe, ja. Ich tue die Burg mal ein bisschen weiter weg. So. Okay. Hier ist eine Türe in der Außenwand. Hier ist ein Fenster. Hier sind auch Holzvertäfelungen und jetzt bauen wir das, was wir gerade zusammengebastelt haben, hier rein. So, jetzt müssen wir mal gucken, nur wie. Das gehört hier hin. Das ist, glaube ich, zu hoch, oder? Nee, ein bisschen tiefer unten. Hm. Ja, so ist es gut. So passen die Noppen. So, und jetzt auch nochmal hier die. Moment, gehört hier hin und das gehört da oben hin. Aus 3 Teilen machen wir eine schöne Holzwand. Ne? So ist das alles Holz dann innen drin mit dem Kamin, der halt auch hier hinten, Moment, der auch hier hinten von hinten begehbar ist. Da kann man also reingehen hier hinten und dann das Feuer anmachen im Kamin. Ja, hier ist auch das Feuer hier innen drin. Na, also ziemlich gut durchdacht.
Hier ist also das Kaminzimmer, das ist richtig schön gemütlich warm. Da, glaube ich, würde ich mich am meisten aufhalten in dieser Burg. Und jetzt bauen wir wieder was Neues. 486. Und Brian hat ja auch noch Flammenherzen da gelassen. Vielen lieben Dank, Brian. Mensch, da haben wir ja schon ein paar Top-Zuschauer. Geht oben auf die 35, auf die Zuschauer. Und lasst denen ein Follow da. Ja, geht einfach auf die drauf. Wenn die hier so cool mithelfen, alle, die hier schön zugucken und hier dann Likes da lassen und so. Einfach ein Follow da lassen. Untereinander sich unterstützen. Mal eine Rose hier lassen, mal ein Flammenherz. Am besten ein Teamherz, damit ihr auch im Team seid. Ja, dann könnt ihr hier auf dem Kanal immer so nachverfolgen, wie viele ihr hier schon gemacht habt und kriegt so Level. Kann ich euch nur empfehlen. So, und ich suche drei Steine, die ganz ungewöhnlich sind, die ich bis jetzt hier selten hatte. Diese drei Steine, ja, die suche ich. Und da kommen die Likes. 2800 Likes. Mensch, ihr habt euch doch jetzt hier schon wieder richtig die nächste Truhe erkämpft, sehe ich gerade so. Also, wenn das jetzt mal kein Support ist. Das ist guter Support. Vielen Dank an alle. Da gibt es gleich schon die nächste Truhe, wenn die eine hier abgelaufen ist. Ich suche nur noch gerade ein paar Steinchen, damit wir auch weiter mit dem Bauen kommen. Eine braune. Ein brauner mit einem Loch drin. Das ist immer schwierig. Also die normalen braunen finde ich hier ohne Ende. Oh, und da kommen nochmal 6 Flammenherzen. Coole Sache. Danke an Brian. Denkt dran, so sieht man euch, ja. Immer schön in diese Ziele investieren. Dann sieht man euren Namen über dem Chat und dann weiß man auch, okay, den kann man auf jeden Fall mal hier gerade ein Like da lassen oder sogar ein Follow. Und so machen wir das jetzt nochmal. Aber weil jetzt bald Halloween ist, womit machen wir das jetzt? Natürlich mit einem Kürbis. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir auch noch Kürbisse haben. Mögt ihr eigentlich Kürbis? Esst ihr gerne Kürbis? Ich bin nicht so der Kürbis-Fan, muss ich euch ehrlich sagen. Schmeckt irgendwie komisch, aber so eine gut gesalzene Kürbissuppe kann ich mir noch so gerade so rein tun. Und der Ostfriesen und Brian, alle beide, coole Sache, sind auch schon wieder mit dem Ziel am Kämpfen hier, sehr cool. Und haben damit schon wieder 23, boah, Mensch, vielen lieben Dank. An die ganzen Kürbisspender hier, 23 Kürbisse, da ist die nächste Truhe für euch. Ich habe auch den Stein gefunden in der Zeit, wo ich hier so viel quatsche. Das war, glaube ich, das Wichtigste von allem. Und für dich auf Ehre, korrekt, Brian, so mag ich das. Was hast du gesagt, was du baust? Und Jesse ist da, Jesse haut auch noch Kürbisse raus. Oh, das ist aber super nett. Und da kommen die nächsten Kürbisse von SS. Das ist aber gar nicht so ein netter Name, ne? Was ist das für ein Name hier? Da muss ich aber mal genauer nachgucken. Oh, und Camilla lässt sogar eine Rose hier. Ja, danke für den Kürbis, aber das hörte sich ein bisschen verboten an. Ich weiß nicht, ob das so okay ist. Da muss ich nochmal kurz nachgucken. Vielleicht gar nicht so ein korrekter Username. Mensch, 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 was ist denn das hier für ein Username? Oh nee, das geht aber gar nicht, ne? Also, danke, dass du deine Kürbisse hier lässt, aber sorry, das ist zu viel Eisernes Kreuz mit SS und HH im Namen. Tut mir leid, aber sorry, das geht nicht. Das ne? Ist too much. So, da ist leider so, ne? Also... nicht richtig gewesen, da war nicht okay. So, aber einer hat Minecraft gesendet. Was ist das denn? Minecraft, auch wieder er. Mensch, das ist aber auch blöd, dass er dann so einen doofen Namen hat. Ja, schade. So geht's nicht. Das kann man nicht bringen. Das ist nicht okay. So, ja, aber der Rest. Danke für die ganzen Kürbisse. Danke für den ganzen Support und für 4200 Likes, da hauen wir doch die nächste Truhe raus. Ihr seid ja super heute aktiv hier und dann gibt es jetzt auch eine Truhe mit etwas mehr Münzen. Ein paar mehr Münzen haben wir jetzt für ein paar mehr Leute, ne, damit auch jeder mal rankommt. So, und da haben wir sie. Bitteschön, die nächste Schatztruhe für euch. Ich freue mich drauf, wenn ihr hier auch ein paar Münzen rausholt. Das ist natürlich auch wichtig. So, und damit haben wir auf jeden Fall schon wieder ganz schön viele Kürbisse hier. Ja, und hat einer von euch Kürbisse gern? Mag einer Kürbisse? 32 Kürbisse haben wir. Wir kommen nur nicht mit dem Bau weiter, weil
ich so viel moderiere und gucke. Das ist ja super nett. Jetzt ist nur die Frage, wo kriege ich denn jetzt diese... wo kriege ich das denn jetzt her? Dieses schwarze Steinchen hier, so mit Nöppen vorne und hinten, das ist für mich etwas ungewöhnlich. Da muss ich echt mal gucken, wo ich das habe. Ich finde das gar nicht. Ich finde alle möglichen verrückten schwarzen Steine hier. Aber nicht das, was ich brauche. Und nochmal 18 Kürbisse von Ostfriesenfischer. Mensch, hier werden ja die Ziele alle richtig angegangen von euch. Vielen lieben Dank. Denkt dran, allen, die hier die Ziele mit erreichen, die hier bei den Zuschauern sind, lasst ihnen ein Follow da. Macht dort das Plus weg. Seid denen ihre Follower, die werden größer. Lasst ihr vielleicht eine Rose hier, lasst ihr vielleicht einen Kürbis hier und dementsprechend wachsen wir alle gemeinsam bei TikTok. Das wäre doch cool und damit haben wir ein neues Ziel. Ja, wir haben ein Ziel wieder erreicht, dann gibt es da natürlich gleich auch wieder eine Truhe für, oder? Da wird doch die ein oder andere Truhe nochmal gefolgt davon, ist ja klar. Und ja, vor allen Dingen, was ist auf jedem Kanal normal? Auf jedem Kanal ist eine Rose normal, ne? Also wer hat keine Rosen auf dem Kanal, ne? Von daher gibt es bei mir jetzt auch mal das Ziel, einfach ein paar Rosen, damit ich die in meine Vase stellen kann. So, da ist das Ziel. Danke bis jetzt für die Kürbisse und für die Flammenherzen. Denkt dran, wenn ihr das erste Münzchen hier ausgibt, dann macht das am besten im Teamherz, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, weil Teamherz ist das Beste für euch. Kann ich euch nur empfehlen. Dann seid ihr hier immer gut gelistet. So, ich hänge an Schritt 486. Ohne Witz, ich hänge total. Ja, drei Steinchen brauchen wir nur und ich finde das eine davon schon nicht. Ja, das ist wirklich schade jetzt. Ich bin mal gespannt, was das wird, wenn wir es dann irgendwann mal haben. Bis jetzt sehe ich da jetzt noch nichts Sinnvolles. Aber diesen doppelseitigen Stein mit Noppen überall, vorne und hinten, ist halt irgendwie ungewöhnlich. Ich glaube, den gibt es auch nur ein einziges Mal. Das kann man übrigens auch hier nachgucken. Danke an Ostfriesenfischer, dir auch noch einen schönen Abend. Ja, man kann also hier am Ende nachgucken, was es alles für Steine gibt von diesem PDF. Ja, das ist also der ganze Plan hier im Endeffekt. Ich krieg's gerade nicht angefasst. So, und da kann man nämlich dann am Ende auch gucken, welche Steine gibt es wie oft. Ja, das sind dann die ganzen Steine, die hier dabei sind. Und ja, auch hier sehe ich den gar nicht so sofort. Da ist er einmal. Tatsache, einmal ist der ganz dabei. Und den bin ich gerade am Suchen. Ja, von diesen ganzen Steinen. Da sind einige. Oh, ihr seht schon, sind schon ein paar. So, wir sind bei 480 gewesen oder so. Uiuiui. Ja, wir haben schon vieles geschafft. Das sehen wir auch hier. Ne? Also ist nicht so, dass wir hier nicht weiterkommen. Aber manchmal dauert das Steine suchen. So, wir sind wieder am Punkt, wo wir weitersuchen müssen. So, die Truhe läuft, das ist super. Ihr habt auch coole Kürbisse hier gelassen. Und ich lasse euch gleich auch noch mal eine Truhe hier, aber erstmal die eine auslaufen. Und wenn ich dann einen Stein gefunden habe, gucken wir mal, dass wir den nächsten nehmen können. Also ihr könnt euch gleich ein Bild machen von den Steinen, die ich hier auf dem Tisch liegen habe. Das sind echt super viele. Darum dauert das auch, bis ich das immer finde. Und dann kann es natürlich auch sein, dass der Stein vielleicht mal nicht da ist. Ich hatte bis jetzt zwei Steine, die nicht mitgeliefert worden sind. Bei 5.000 ist das, glaube ich, oder insgesamt 15.000 ist das, glaube ich, ein guter Schnitt. Also, wenn da mal zwei Steine fehlen oder so, das kann man verkraften. Nur wenn es gerade so ein Stein ist, der irgendwie so eine Besonderheit hat, wie jetzt hier gerade, dann ist es ein bisschen schade. Das kann doch nicht sein. Das ist er nicht. Auf beiden Seiten muss der irgendwie... Also ich finde schon die ganzen schwarzen Dinger, nur halt nicht das, was ich suche.
Also total crazy. Und wir kommen nicht weiter mit dem Bau. Das ist aber schade. So, und die Truhe ist auch schon wieder weg. Mensch, das geht heute aber ruckizucki mit den Truhen. Ne? Die verschwinden ja, das glaubt man ja gar nicht. Wie schnell verschwinden die denn heute? Da müssen wir nochmal die nächste Truhe reinhauen, oder? Eine Truhe haben wir noch. Eine finden wir doch bestimmt noch unten in der Schatzkammer von Burg Blaustein. So. Und damit ist die nächste Truhe für euch auf dem Weg. Und wir versuchen immer noch das Ziel der Rosen zu erreichen. Das wäre cool. Und natürlich, ja, ich würde sagen, bei 7000 Likes können wir auch nochmal überlegen, ob wir noch eine Truhe haben für euch, oder? Das ist jetzt erstmal die... Ah, ich habe den Stein gefunden. Aha, da ist er. Meine Güte, der war ja kompliziert zu finden. So, jetzt können wir auch mal was zusammenbauen wieder. Und auch langsam Zeit. Und die nächsten Truhen, wie gesagt, bei 7000 oder wenn wir die Rosen zusammenkriegen, gibt es auch wieder Truhen. So, das war's schon. Dafür haben wir jetzt so lange gebraucht. Ja, wir haben etwas gebaut. Da kommt auch schon das nächste. Jetzt brauchen wir ein paar rote Steine. Rot ist selten. Rot habe ich bis jetzt noch nicht so benutzt. Aber die kann man natürlich gut erkennen. Rot ist ja doch eine Signalfarbe. Nicht hellrot. Ja, es gibt auch hellrote Steine hier. Sondern dunkelrot. Das sind diese hier. Ja, also, dann sind wir bei Schritt 487. Truhe läuft. Wunderbar. Likes laufen auch. Wir sind schon bei 5900 Likes. Mann, Mann, Mann. Heute seid ihr aber relativ aktiv. Oder eher gesagt, sehr aktiv. Sogar nicht nur relativ. So, und ich muss gucken, wie baue ich das jetzt. Jetzt muss ich das Ganze drehen. Hier oben drauf. Den hier drauf packen. So, und unten den hier genau mittig setzen. Okay, was wird das? Ich habe keine Ahnung, was das werden könnte. Und Jesse ist hier aktiv. Vielen lieben Dank. Gibt hier die ganze Zeit Likes. Ja, wir haben hier oben noch Zuschauer, die Likes gegeben haben. Ja, und die halt auch ein Herz da gelassen haben oder ein Kürbis. Also daher vielen lieben Dank an die alle. Ah, ich weiß, was es wird. Das wird ein Bett. Ja, das Stück wird ein Bett. Ja, 488, nächster Schritt. Wir bauen ein Bett auf. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie bauen wir denn ein Bett auf? Dafür brauchen wir vier hiervon. 1, 2, 3. Ah, jetzt geht es mal ein bisschen zügiger. Wo es dann doch mal ein bisschen größere Steine sind. So, was brauchen wir noch? 2 Dreier. Diese hier. 2 Zweier. Ach, das mag ich aber auch mal, wenn man so schnell die Steine zusammenkriegt, die man braucht. Dann kommt man echt mal schneller voran. Und 2 Einser. Das sind diese kleinen hier. Das sieht gut aus. Habt ihr schon mal so eine Burg gebaut? Kennt ihr so Noppensteine oder sowas? So Burgen? Mögt ihr Noppensteine? Mögt ihr Noppensteine, Klemmbausteine oder sozusagen Lego oder Blue Bricks? Oder seid ihr eigentlich nur wegen mir hier? Also mögt ihr Lego? Mögt ihr Blue Bricks? Mögt ihr Noppensteine? So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das da reinbaue. Ich muss jetzt ein bisschen nachdenken. Es wird da ganz an die Mauer. Wird das Bett, ganz an die Wand wird das Bett gemauert. Wird das Bett gebaut. Keine Luft dazwischen. Jetzt weiß man auch, wofür die ganzen Noppen hier auf dem Boden sind. Ja, fragt man sich die ganze Zeit, warum sind auf den Fliesen so viele Noppen drauf? Jetzt wissen wir es, weil ein Bett reinkommt. Hätten wir vorher mal wissen müssen, ne? So. Und das ist dann wirklich nicht beweglich. Ein richtig stabiles Bett. Ja, sieht gut aus. Mit roten Hölzern, Kirschhölzern vielleicht. So, dann noch eine Seite und da. Okay, der Rahmen steht schon. Jetzt brauchen wir bald mal die Matratze. Aber, so, guckt mal da. Ihr könnt es erkennen. Oder ein bisschen näher ran. Ein bisschen näher ran vielleicht.
Ja. Ist schwierig, ne? So, jetzt seht ihr ein bisschen mehr von oben das Ganze. Jessie freut sich. Das ist gut. Jessie ist auf jeden Fall Nummer 1 hier im Moment von den Zuschauern. Das ist cool. Vielen Dank für den Support und für die Likes. 6100. Und weiter geht's mit dem Bett. Jetzt kommen ganz verrückte Steinchen dran. Ja, wir bauen auf jeden Fall jetzt hier ganz gechillt mein Bett. Kann man immer gebrauchen, ne? Je nachdem. Wie lange wart ihr dieses Wochenende unterwegs? Wart ihr überhaupt unterwegs? Habt ihr Party gemacht? So, ich suche mal wieder viele, viele neue Steine. Tja, wo finde ich die? Die sind... Das Verrückte ist manchmal, man macht ihr ja verschiedene Beutel auf und die Beutel sind dann Stufe 5 oder Stufe 6. Also Beutel 6 von 12 oder so gibt es hier mittlerweile. Und dann muss man aber immer wieder bedenken, dass hier auch noch Steine von den Beuteln 1, 2, 3, 4, 5 liegen und nicht nur von dem aktuellsten. Und ich bin jetzt hier ganz hinten am Kramen in den Steinen, die ich vielleicht mal vor ein paar Wochen aufgemacht habe. Weil, genau, jetzt sind wir hier wirklich auch aus den alten Beuteln noch Sachen am rauskramen. Und man kann also nicht sagen, die sind jetzt alle aus dem Beutel 6 und das ist nur dieser Bauschritt, sondern man muss immer alle durchsuchen und die ganzen Sachen irgendwie finden. Das ist anstrengend, sage ich euch. Hier zeige ich euch auf jeden Fall gleich mal, wie es hier auf dem Tisch aussieht. Wenn wir hier fertig sind, dann seht ihr mal, warum das immer so lange dauert. Okay, jetzt fehlt mir ein Dreier, der aber ein bisschen dicker ist. Also nicht. Ah, da haben wir wieder einen, den wir auch brauchen. Den brauchen wir viermal, wenn ich gerade gefunden habe. Na, diesen Dreier, den suche ich auch noch, den vom Ende. Ja, und dann noch die ganzen anderen. Eieiei, da ist der nächste, da ist der nächste. Warum liegen die ganz hinten am anderen Ende von dem Tisch? Die sind auf jeden Fall aus einem alten Beutel. Weil umso weiter die wegliegen, umso älter ist der Beutel, wo die rauskommen. So, jetzt haben wir diese vier haben wir. Davon brauchen wir drei. Davon habe ich erst, den brauchen wir nur einmal. So, so. Jo. Also, mir fehlen noch ein paar Steinchen. Da haben wir Nummer 2. Und jetzt nur Nummer 3 davon. Super, die eine Umfrage ist raus, die Schatztruhe ist fertig, wir können die nächste Schatztruhe aktivieren. Ihr habt ja die 7000 Likes fast geschafft, ne? Dann machen wir das auch so. Dann gibt es auch die nächste Truhe für euch. Mensch, wer hier so schön mit zuschaut, ne, der kriegt natürlich auch eine Truhe nach dem Stream, natürlich auch ein Follow von mir. Ja, da gucke ich natürlich auch mal rein bei denen. So, und zack, da ist die nächste Truhe für euch. Und die Herzchen fliegen hier weiterhin. So ist das schön. Danke sehr dafür. So, aber Steine. Die ich brauche. Mir fehlen 2 Steine. Mal wieder. Ich habe den gefunden, den ich brauche, aber in der falschen Farbe. Ja? Der hier ist zu hell. Ich brauche den halt in so dunkelbraun. Darum, ja. Ihr merkt, ich finde Steine. Ja? Nur nicht immer die richtigen. Ah, da ist. So. Jetzt fehlt nur noch der Dreier und dann sind wir soweit. Da ist. Jawohl, der nächste Bauschritt geht weiter. Wir sind weiter beim Bettenbau. Okay. Jetzt muss ich die Ecken verarbeiten. Ja. Kommt natürlich so ein bisschen das Gestell davon, dass man so ein bisschen nach oben schläft. Ne? Man muss ja so ein bisschen gucken, dass man weiter oben liegt, ne? Nicht so am Boden. Warum liegt man eigentlich nicht am Boden im Bett? Warum muss man eigentlich immer Luft darunter haben, damit die Matratze atmet? Oder damit man darunter Stauraum hat? Auf jeden Fall hier wird jetzt schon ein Bett gebaut, was ein bisschen Platz hat, unten drunter. So, sogar schon damals im Mittelalter hatten sie diese Ideen. Wunderbar. Oh, das sieht gut aus und der gehört hier einfach rum. Ja, das haut aber nicht hin. Moment, was habe ich da? Hm.
Der gehört dahin. Müsste so passen. Okay. Super, Schritt 490. Weiter geht's. Jetzt bauen wir irgendeine Platte oder sowas. Was genau, weiß ich auch noch nicht. Also ein 4x2er Stein. So ist ja das Klemmbaustein deutsch. Ne? 4x2 und 3x3 Steine. Und wie heißt das? 1x4 mit 2 leer oder was? Wie heißt dieses Klemmbaustein deutsch? Ich weiß es nicht. Das ist halt manchmal so, ne? Gib mir mal ein 4x2er. Nee, ist klar. So, okay, da haben wir das. Und wir sollen das so aufbauen. Und so. Also das ist übrigens mein einziges Klemmbaustein-Set, was ich bauen werde. Voraussichtlich, ja. Also ich bin kein Fan dieser Klemmbausteine. Nicht von Star Wars, nicht von Ninjago, nicht von irgendwelchen Tankstellen oder so. Aber diese Burg finde ich halt cool, weil die sich so erweitert. Ja, normalerweise mag ich sowas aber nicht. Das ist halt jetzt wirklich mal sowas Special für mich, dass ich mal sowas baue. Aber das wird, glaube ich, das Einzige bleiben. Dieses Burg-Blaustein-Set. Ja, so heißt das Ganze. Falls ihr mal nachgoogeln wollt. So, jetzt machen wir Bettlaken. Bettlaken scheint sehr einfach zu sein. Das sind die hellen Steine. Und davon gibt es nicht so viele und die sind sehr, sehr auffällig. Von daher bauen wir mal ein kleines Stück Bett jetzt. Okay. Aber wir werden dafür noch, denke ich mal, ein paar Monate brauchen, weil neben diesem Saalbau gibt es ja noch den Hodebau und der Saalbau ist noch nicht mal halb fertig. Doch, ist knapp halb fertig. Und ich bin da jetzt schon seit 2 Monaten dran. Das heißt, wir brauchen noch 2 Monate vielleicht, bis wir komplett durch sind. Auf meinem TikTok-Kanal könnt ihr natürlich auch diese Folgen sehen. Ja, da habe ich auch Zeitraffer-Folgen und auch komplette Folgen, damit man die Burg ein bisschen genauer sieht. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein Stück Bettlaken. Das sieht man auf jeden Fall. Genau, und dann werden wir danach die Hodenerweiterung bauen, die auch, denke ich mal 4 Monate dauert, weil das auch über 5000 Steine sind. Also das ist schon einiges. So, 492, der nächste Bauschritt. Ja, ich denke mal, die 500 wird so der letzte Bauschritt sein. Na, da denke ich mir mal, da werden wir mit aufhören. Aber ich baue jetzt mal wieder, oder ich suche jetzt mal wieder Steinchen raus. Und ich muss mal gucken, ich muss mal ganz kurz hier das Mikro ausschalten, wenn das geht. Mikro stumm schalten. So, sorry, ich habe gerade kurz was zu erledigen, da muss ich mal das Mikro ausmachen. Jetzt bin ich aber wieder da, voll dabei und wir bauen weiter. Die nächste Truhe gibt es jetzt auch sofort, damit ihr hier gar nicht ohne Truhe sein müsst. Also keine Angst, einfach da bleiben, es geht weiter. Ja? Die nächste Truhe kommt, ich lasse euch doch nicht alleine hier, also das war jetzt mal kurze Pause, die musste sein. So, und denkt dran, ne? Jetzt zählt die 10.000, ja, 10.000 Likes. Jetzt müsst ihr alle gemeinsam hier liken oder die Hälfte der Rosen, ja, 50 Rosen ist auch okay, dann habt ihr das nächste Ziel für mich erreicht und dann freue ich mich und dann freut ihr euch, weil dann gibt es die nächste, genau, Truhe. Dann gehe ich nochmal in die Schatzkammer der Burg und suche die nächste Truhe für euch raus. So, aber jetzt suche ich erstmal wieder Steinchen. Ja, wir bauen das Bett weiter. Ja? Das sind diese Steine fürs Bett, die ihr hier seht. Da müssen wir jetzt wieder einiges suchen. Das wird wohl ein bisschen dauern. So, ich brauche nämlich einige Steine jetzt. Den habe ich. Jetzt brauche ich 3er. 1, 2, diese hier. Aber jetzt brauche ich 2 rote Steine.
Und die sehen irgendwie komisch aus. Moment. Eigentlich sieht man diese roten Steine ziemlich gut. Ah, da ist der erste. Und davon brauche ich noch einen. Hm. Faszinierend. Ja. Wäre schön, wenn man den mal einfach so finden würde. Den ersten habe ich, ne? Das ist dieser hier. So, der ist nämlich wieder so diese Latte fürs Bett. Ja, aber davon... Ah ne, nur eine brauche ich. Okay. Habe ich mich verguckt? Ach so, weil ich das hier schon umdrehen muss. Moment, so. So rum. So, jetzt soll ich den dahin bauen. Dann den dorthin und den dahin und dann diese Latte da reinbauen. So. Oh, falsch. Nee, doch richtig. Oder? Ja, eigentlich falsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, Glück gehabt. So. Jetzt ist die auch mittig. Jetzt passt die auch. Sehr gut. Ja, dann haben wir jetzt schon ein großes Brett fürs Bett. Ha, das ist gut. Dann können wir mal gucken, wie wir hier weitermachen. Und Schritt 493. Jetzt kommen wieder die weißen Steine dran. Wieder die nächsten Teile vom Bettlaken. Ja, das passt gut zu Halloween. Ne? So ein bisschen Geister und so. Kann man immer Bettlaken gebrauchen. So, das ist auf jeden Fall schon mal einiges, was wir da brauchen. Vier von diesen, die viereckigen einmal, dann diese nach oben einmal, zweimal, so, und den dann noch. Ich glaube, das war es schon. Ja, das war schon alles fürs Bett. Jetzt müssen wir hier natürlich ein Kissen, ist ja klar, ne? Hier kommt das Kissen hin hier oben, so. Teil fürs Kissen und mit diesen ganzen Schrägen oder mit diesen ganzen Kurvenecken kann man dann den Abschluss unten bauen vom Laken. Ja, sehr gut. Das ist ja einfach. Und damit haben wir... Ach, schade. Das Bettlaken fertig. Sehr gut. Denkt dran, wenn ihr hier Rosen da lasst, habt ihr Chancen auf Truhen. Wenn ihr hier Likes da lasst, auch natürlich. Und wenn ihr ganz viel schreibt, ist das auch cool. So, damit haben wir wieder einen Teil vom Bett fertig. Und das gehört jetzt hier aufs Bett einfach drauf. Ja, jetzt wird das hier oben drauf gebaut. Und zack, das Bett ist komplett. Ha, sehr gut. Weiter geht's. Das Bett wird aber noch schöner. Das war noch nicht alles. Ihr seht es hier. Es wird ein Himmelbett. Ja, da kommt noch oben was drauf. Wir bauen weiter. Ja, wir brauchen mehr Ersatzteile. Schritt 495 von 900, so und so viel. Also noch ganz schön viele Schritte vor uns. Aber ich hoffe, wir werden es heute bis 500 schaffen. Ihr seid auf jeden Fall fleißig am Liken. Das ist schon mal super nett. Und die Truhe ist jetzt gleich aber auch schon fertig. Uiuiui. So, mal gucken, ob wir danach noch eine Truhe haben, ob ihr hier schön viel liked noch, ob ich da noch eine Truhe für euch finde im Keller der Burg. Da schauen wir doch gleich mal. So, jetzt muss ich aber auch gucken, ob ich noch die richtigen Steine finde, damit wir auch weiterkommen. Wie viele Teile hat diese Burg? Also den Saalbau, den ich hier gerade baue, das ist eine Erweiterung für diese ganze Burg und die hat 5000 Teile, 5100 so rum. Ja, das ist nur der Saalbau. Diese Vorburg, das ist nur diese Grundburg, nur dieses kleine Gebäude hier mit ein paar Bäumen daneben, hatte auch 5000 Teile. Ja, dann kam noch dieses hier, ja, dieser Burgfried. Der hat ca. 2000 oder 3000 Teile. Also 5000, 10.000, 12.000. Und dann gibt es noch die Vorburg.
Das ist alles hier vorne mit Schmiede und dann hier diesen Steinmauern hier vorne. Das sind nochmal 5000 Steine. Also 17.000 Steine sind wir hier circa. Wenn wir dann noch die nächste Erweiterung kaufen, das ist dann die Hurdenerweiterung, dann sind es über 22.000 Steine oder um die 22.000 Steine. Weil die hat dann auch nochmal 5.000 Steine. Also das ist wirklich ein Riesenbatzen, riesiges Modell sozusagen. Da ist richtig viel zu bauen. Ja, oh mein Gott, genau. 22.000 Teile, oh mein Gott, ich bin seit Mai dran. Ne, hab jetzt die Erweiterung 3. Da sind wir mittendrin, dann kommt noch die Erweiterung 4 danach. Nochmal 5.000 Steine, wenn wir hiermit fertig sind. Aber erstmal das Bett fertig kriegen, das ist heute das erste Ziel. Ja, aber wenn dann schon richtig, ne? Also wenn ich dann schon mal Klemmbausteine baue, weil das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht vorher. Ich habe nie Ninjago oder Star Wars oder irgendwas von Lego oder so gebaut. Ich habe mit Blue Bricks dieser Burg hier angefangen. Das war für mich der einzige Grund, mit diesen Klemmbausteinen mal anzufangen. So ein Riesenmodell, wo riesig viel zu bauen ist, wo riesig viel Erweiterungen sind. Nur das ist der Grund, warum ich das Ding baue. Danach höre ich wieder auf mit Klemmbaustein. Und ein Teamherz. Vielen lieben Dank. Willkommen im Team. Schön, dass du dabei bist. Und damit kannst du immer, wenn du jetzt hier mal einschaltest, sehen, was du für ein Level hast. Super, coole Sache. Dann kannst du immer, wenn du einen Kommentar da lässt, kriegt man ja so ein bisschen EP fürs Team und so weiter. Und wir bauen das Bett weiter jetzt mit den, genau, Himmel, ne, wie heißen die? Mit dem Himmelbett. Ja, wie heißen das? Mit Stangen oder den Säulen oder? Wie heißen denn diese ganzen Säulen, die da eigentlich an der Ecke stehen? Säulen, würde ich sagen, ne? Hört sich gut an. So, und zack. Ah, das wird doch bestimmt schön. Also so, stellt euch das mal vor, hier alles so schön holzvertäfelt hier, so, ne? Hier auch und da, dann so Kerzen hier, der warme Kamin. Oh, das ist ein schönes Bett, das ist ein schönes Zimmer hier in der Burg. Endlich mal ein schönes Zimmer, die anderen sind alle ziemlich kahl und kühl. Haben zwar schöne ja, Muster an der Wand, aber nicht so wirklich warm, finde ich. Das hier sieht gut aus. So, nächster Schritt, 496. Bei einem hast du schon Level 4. Ja, genau. Bei mir hast du Level 1. Das ist schön. Immer wenn du hier, also täglich am besten reingucken, einen Kommentar da lassen. Also einmal was schreiben. Das hilft beim Leveln. Und ein Geschenk da lassen. Ein Herzchen oder nochmal ein Teamherz oder so. Das hilft auch beim Leveln. Ne? So levelt man bei den Leuten. Das ist so, denke ich mal, die Grundvoraussetzung, um einfach aktiv bei einem TikToker dabei zu sein. Dann sieht er auch immer wieder dich und freut sich immer wieder, wenn du kommst. Das finde ich schon cool, ja. Level 4 ist schon weit. So, damit haben wir schon 496 den Schritt weiter. Ja, so schnell kann es gehen. Ja, nächster Schritt wird zusammengebaut und zack. Was wird das? Ja, das wird auf jeden Fall die Decke von dem Bett. Ja, also oben drauf. Der Deckel von dem Bett sozusagen. Und ihr haut weiter Likes raus. Vielen lieben Dank dafür. Wenn ihr die Rosen erreicht, gibt es auch die nächste Truhe, also die Hälfte der Rosen erreicht, oder generell einfach ein paar Teamherzen noch da lassen, dann gibt es auch eine Rose. Also wenn ihr im Team sein möchtet, ne, natürlich nur, ist ja klar. So, und ich suche wieder Steinchen für die Decke vom Bette. Mensch, was sind wir heute aber reimend unterwegs. Wie schön ist das denn? Alles, was sich reimt, ist gut, oder wie sagte Pumuckl? Wer kennt von euch noch Pumuckl? Ja, gute Frage. Freut ihr, macht ihr bei Halloween mit? Ja, im Moment ist ja so Halloween angesagt und so. Und seid ihr Halloween-Fan? Ja oder nein? Sagt doch mal. Stimmt doch mal ab hier auf dem Kanal. Seid ihr auch voll verkleidet unterwegs? Feiert ihr voll Halloween oder ist euch das ein Brauch, den ihr nicht braucht? Ja, ich reime heute ziemlich viel, merke ich gerade so. Ja, da ist einer bei Halloween dabei und macht Halloween mit. Das ist ja schon mal cool. Also, wir haben schon einen Zuschauer, der mag Halloween. Ja, sind noch ein paar andere da. Trauen die Leute sich hier mit abzustimmen? Wie sieht's aus? Okay, das ist eine komische Decke. Die ist irgendwie ziemlich unförmig. Naja, gucken wir mal weiter. Nächster Bauschritt, das war 497. Es geht weiter mit 498. Aha, jetzt wird da hinten noch was dran gebaut.
Gut, ich wollte gerade sagen, kann doch nicht sein, dass das alles ist. So, wir brauchen noch ein paar Steinchen. Das war's noch nicht ganz. Der Bau geht weiter hier vom Himmelbett. Diesmal mit ganz anderen Steinen. Mit abgerundeten Steinen. Ein Lego ist hier. Hier sind Leute, die bauen wohl gerne auch Lego. Hier gibt es leider Blue Bricks. Ja, ist was anderes. Was ist eigentlich die richtige Bezeichnung? Klemmbausteine oder Noppensteine? Wer ist hier Experte von euch? Ah, du liebst Halloween. Ja, ich finde Halloween auch cool irgendwie. Also ich mag auch so ein bisschen gruselig verkleidet zu sein. Bei Karneval war das lustig. Da hatte ich so dieses Squid Game, ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Netflix, Kostüm an. Und da kamen die Leute immer so, hey, hi Squid Game, und haben mir dann die Süßigkeiten einfach so gegeben, weil die das so cool fanden, dass da einer ein Kostüm von hatte. Ist halt irgendwie schon lustig, dass es so ja, einen Hype hat. Ja, und so ist es auch bestimmt bei Halloween, ne? So mit einer Scream-Maske rumlaufen oder so, ist bestimmt lustig. Muss man mal machen. Das ist gut. So, und jetzt sind wir hier weiter bei dem Bau der Decke dran. Okay, jetzt einmal hier, einmal an der Seite, dann nochmal da oben. Immer faszinierend, dass auf einmal aus so ganz vielen kleinen Steinen, die man zusammen hat, dann doch irgendwas Fertiges wird, ne? Irgendwas Komplettes wird, irgendwas Viereckiges wird. So, jetzt haben wir dann nämlich wieder ein richtiges Brett. Ja, also schon krass, gerade alles noch einzelne Einerreihen Steine und jetzt auf einmal ein fertiges Brett. So, aber auch hier müssen noch ein paar mehr Steine hin, noch ist das keine richtige Decke. Da müssen wir noch ein bisschen suchen. Aber zum Glück liegt alles hier ganz nah beieinander, wie es aussieht. Ich komme gut voran, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte gedacht, bis 500 braucht es was, aber wir sind bei 499. Also lasst da noch ein paar Likes da, lasst da noch ein paar Rosen da. Was meint ihr? Ich gebe euch noch eine Truhe. Jetzt kommt hier so ein bisschen gechilltere Musik. Ihr merkt schon, ja, wir nähern uns langsam dem Ende. Ihr scheint alle zu schlafen. Die Likes, die werden was langsamer. Die Rosen werden was langsamer. Ne, dann gehen wir langsam mal in die gechilltere Musik über. Bald in die Haier. Also ich könnte noch lang, aber wie es aussieht, ist hier nicht mehr so viel Aktivität. Deshalb, zack, da habt ihr noch eine Truhe. Und mal gucken, wie aktiv wir hier noch bleiben. So, die nächste Aktion hier. Die Decke wird weitergebaut. Ja, jetzt bauen wir hier also noch mehr dran an das Ganze. So. Und auf der anderen Seite dann nochmal einen Abschluss. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein Rechteck mit Noppen drauf. Ja, warum sind da noch Noppen drauf? Weil wir noch weiterbauen müssen, nämlich Schritt 500. Schritt 500, rote Steine. Ich bin gespannt, was da passiert. Ja, ich hoffe, ihr macht auf jeden Fall, ihr nehmt auf jeden Fall noch ein paar Münzen mit aus der, so, aus der Truhe. Ich hoffe, es ist nicht die letzte. Mal gucken, wie aktiv ihr seid. Kriegen wir noch die 8000 Likes hin? Machen wir noch was weiter oder kein Bock mehr? Wie sieht's aus bei euch? Kommt, haut mal rein. Zeigt mal, dass ihr noch wollt, dass wir noch weitermachen hier. So, Schritt 500. Den bauen wir zusammen. Und zwar so, ganz verrückt. So. Dann hier den an die Seite. Und den da davor. So. So, das ist also jetzt Schritt 500. Was ist das für ein Ding? Komisches Ding. Und jetzt kommen noch komischere Dinger da oben drauf. Ja, also das wird hier noch weiter komisch. Ja, das ist aber wirklich verrückt. So, so. Und das hier. So, jetzt muss ich mal gucken, wie der richtig ist. So. Was ist das für ein Ding? So. Den dahin. Ich kann mir gerade nichts darunter vorstellen. Ja, was könnte das sein? Ich weiß es nicht. Irgendwie Feuer oder so? Jedenfalls geht es weiter bei Schritt 502 und wir fangen den nächsten Stein an. Ha, gute Frage. Ich weiß nicht. Wir machen einfach weiter. So,
Jetzt habe ich noch eine lustige Umfrage für euch. Nämlich, habt ihr schon alle Geschenke für Weihnachten besorgt? Es geht Richtung Weihnachten, Leute. Es ist Herbstferien, sind vorbei bei vielen. Ja, jetzt ist langsam Schluss mit lustig. Es geht hart auf Weihnachten zu. Oktober neigt sich bald schon dem Ende. Freitag der 13. haben wir schon überstanden. Ja, wie sieht's aus? Habt ihr schon Geschenke? Huba Buba hat noch keine Geschenke. Okay, das ist okay. Da bist du so weit wie ich. Manche haben aber schon komplett Amazon leer gekauft und so. Die haben schon alles. Ich noch nicht. So, und weiter geht's. Ja, Truhe läuft noch 2 Minuten. Wir bauen hier Burg Blaustein, die Erweiterung Saalbau und sind gerade wieder in kleinen Schritten hier am nächsten Part. Ja, wir wissen noch nicht, was es wird. Ja, wir haben ein paar kleine Klötze, die wir zusammenbauen müssen. Jetzt sind wir bei Schritt 503. Weiter geht's. Und nein, da hat jemand noch keine Geschenke zusammen. Sehr gut. Weint sogar ein bisschen, ja, das muss auch sein, ne? Das bedeutet ja, dass man noch Geschenke sammeln muss, ne? Und noch suchen muss. Das ist das Schlimme, ja? Da muss man ja noch einkaufen gehen. Also, ja, es ist schon ein bisschen traurig, wenn man es noch nicht hat. Hast du recht. So, wir bauen weiter. Ah, Weihnachten ist noch ein bisschen was hin. Jetzt wird erstmal hier für Halloween Kostüme und sowas, ne? So. Okay, wir haben das nächste Teil gebaut, was jetzt auch fast so ähnlich aussieht wie das andere. Und 504. Oh, 504 wird jetzt... Was? Jetzt wird's kompliziert. Ah, ich weiß, was sein soll. Ich verrat's euch nicht. Ihr dürft hier zugucken, was ich jetzt hier gerade baue. Weil da kommen jetzt noch mal ein paar Steine, die wir brauchen. Und dann wisst ihr auch, was es ist. Nach diesem Schritt. Aber da wäre ich nie von selber drauf gekommen. Ich hätte das nie verstanden, was das hier werden soll. Ein Glück weiß ich es jetzt, weil ich es gerade sehe hier auf dem Plan. Aber euch verrate ich es noch nicht. Was könnte das sein? Gib mal einen Tipp ab. Ich muss mich noch entscheiden, Switch oder Drucker. Ja, das ist eine schwere. Also, ne, eigentlich nicht. Switch. Da kann man mehr mitmachen. Aber Drucker ist doch günstig. Drucker ist doch... Also, wenn man einen günstigen Drucker hat, da gibt es ja für 50 Euro oder so. Ne? Da also ja, multifunktional vielleicht für 100 Euro, aber auf jeden Fall nicht so teuer wie eine Switch. Das muss man ja schon sagen. Dann geldmäßig würde ich mich ja eher für die Switch entscheiden. Und spaßmäßig, aber praktikabel natürlich. Drucker ist auch wichtig. So, was könnten die roten Dinger sein jetzt an diesem braunen Decke? An dieser braunen Decke kommen die dran. Ja, das ist das. Also da wäre ich ja nie drauf gekommen, dass das sowas ist. Also ich wäre da nicht drauf gekommen. Ich hätte das nicht gerafft. So, mir fehlt aber noch ein Stein und dann kann ich euch gleich die Auflösung geben, was es wird. 4 Münzen hast du bekommen. Was? Aus der Truhe raus? Und schon Teamherz da gelassen und schon eine Rose da gelassen? Ja, viel Spaß mit den Münzen. Dafür sind sie da. Jetzt kannst du bei anderen TikTokern auch ein Teamherz da lassen und kannst dich immer dran erinnern. Damals bei Gary. Der war da diese Burg am Bauen. Da habe ich diese Münzen bekommen. Wie schön ist das denn? Und eine Rose. Vielen lieben Dank an Huba Buba. Denkt dran, Likes und Follows bei ihm dazulassen. So, und damit gucken wir jetzt mal. Also, es wird der Vorhang, ja? Die Vorhänge bei einem Himmelbett. Rote Vorhänge. Ja, das muss man auch erstmal wissen, oder? Das hätte ich jetzt auch so nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass es Vorhänge werden. Ich bin etwas überrascht, sage ich mal vorsichtig. Ja, aber klar, diese Fetzensteine hier, diese hier, die sind sowas wie ein Vorhang. Genau, die sollen einen Vorhang darstellen. Hätte ich aber so nicht gewusst, ehrlich gesagt. Ja, aber jetzt, wo mir das der Plan ist mir erklärt, verstehe ich es. Ja, so. Auf jeden Fall crazy. Aber klar, braucht man ja. Ne? Man will ja nachher auch die Vorhänge zumachen, damit es dann gemütlicher wird in dem Bett. Und dann ist das natürlich logisch.
Aber ich wäre von selber nicht drauf gekommen. Ja, so rote Steine, roter Vorhang ist ja schon ein bisschen. Ne? Wer hat den roten Vorhang? Also einen blauen hätte ich jetzt genommen, oder? Aber rot. Ich weiß nicht. So. Und damit haben wir alle Vorhänge an die Decke gepackt von dem Bett. Ja? Könnte auch ein Lagerfeuer sein oder so. Aber wenn wir es jetzt umdrehen, schwupp, sind die Vorhänge für das Himmelbett. Und damit ist es doch super nett. Mensch, das ist aber gemütlich, du. Da jetzt schlafen gehen, Kamin anhaben, Vorhänge zuziehen und einfach nur pennen. Jawohl, das wär's doch jetzt. Viele Teamherzen gesendet. Ja, vielen lieben Dank. Danke auch für die Rose. Und wir... Eine Truhe gebe ich noch. Wir kommen zwar nicht auf die 8000 Likes, aber egal. Hauptsache noch eine Truhe für euch. Und ich würde sagen, das ist dann die letzte Truhe für heute. Ein paar Bauschritte machen wir noch, solange die Truhe noch läuft. Und dann ist auch Schluss. So, zack. Und die nächste Truhe ist da für euch. Ganz tief in der Schatzkammer gefunden. So, Schritt 506. Was es wird, wissen wir noch nicht. Wir lassen uns überraschen. Ja, dafür schaltet er natürlich wieder ein, wenn wir heute nicht damit fertig werden. Ist ja klar, ne? Aber jetzt gucken wir, dass wir es noch schaffen, hier weiterzukommen. So, was ist das? Der erste Stein ist schon, oder der erste Bauschritt ist schon wieder fertig. Wir haben schon die Steine komplett dafür. Da machen wir jetzt irgendwie hier irgendwelche Ösen an einem Brett. Ja, könnte man fast schon sagen, wird eine Garderobe. Ja, also wenn man es jetzt nicht besser wüsste, könnte es eine Garderobe werden. Man weiß es nicht. So, Schritt 507, das Ding wird erweitert. Es wird keine Garderobe, wie es aussieht. Keine einfache. Wann bin ich live? Fragt Huba Buba. Ja, also das ist so, dass ich meistens um 22 Uhr oder später live gehe. Ja, also ich bin so ein Spät-TikToker. Ja, tagsüber arbeiten, dann mitten am Tag oder abends kochen, essen, ja, und streamen, live streamen auf Twitch. Ja, ich bin also auch auf Twitch unterwegs mit Spielen, sowas wie Guild Wars 2 und so weiter. Und dann irgendwann danach, wenn dann noch so der Abend abklingt, dann bin ich live manchmal auf Twitch. Manchmal, ja, einfach mich followen, favorisieren, Glocke dran oder sowas und dann sieht man schon, wenn ich live bin. Also ich kann euch keine genaue Zeit sagen. So, wir bauen den nächsten Schritt. Aber meistens spät abends. So, und das geht relativ zügig hier gerade. Ja, wir haben schon wieder den Schritt fertig. Ja, was wird das? Also, keine Ahnung. So, ich stelle es mal so hin, sieht auch schön aus. Das war Schritt 507. Die Truhe läuft noch 2 Minuten. Ja, okay. In der Schulzeit werde ich nie streamen. Da habe ich keine Zeit für. Da bin ich meistens arbeiten. Wenn du in der Schule bist oder so, dann passt das doch ganz gut. Dann können wir uns sogar vielleicht ab und zu abends hier sehen. Okay, nächster Schritt ist auch schon wieder fertig hier. Schritt 508. Da haben wir schon die nächsten Steinchen für. 4x1er. Und es könnte ein Regal werden oder sowas, ne? Oder ein Schrank oder so. Jetzt Schuhschrank. Was könnte es sein? Ich weiß es nur mal nicht. Und weiter geht's. 509. Oh Gott, das Ding wird richtig komplex. Da bin ich echt mal gespannt, was das wird. Noch 2 Minuten die Truhe. Und wir sind bei Schritt 509. Und kommen relativ gut voran. Ich glaube, wir kriegen die 510 auf jeden Fall noch geknackt in der Zeit. Ja, doch, da habe ich schon die Steine wieder. Wir kommen sogar schon noch weiter, glaube ich. So, da ist es jetzt so, da werden die so rangebaut. Nochmal ganz anders. Und da kommt wieder eine Öse hier an die Seite. Oh wei, oh wei. Ja, das ist aber mal ganz komisch. Achso, das weiß ich nicht. 2 Minuten noch, dann Kiste. Ja genau, bei mir ist es so noch 3-4 Minütchen und dann bei mir auch langsam Schluss. So, ja, die Truhe läuft noch. So, also was es genau wird, weiß ich nicht. Wir sind bei Schritt 510. Es wird weitergebaut, ja. Den nächsten
wieder 4 Einser. Ja, okay. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. So, was macht das? So, die kommen wieder da unten dran. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Aber das wird ein Schrank, oder? Manchmal weiß man es ja erst, wenn es dann steht, ne? Ich würde das als Türe? Schrank? Ich weiß das echt nicht. So, weiter. 511. Es ist nochmal nicht klar, was es wird. Es ist noch immer kein bisschen klarer. Okay, suchen wir die nächsten Steine dafür. Für den Schritt 511. Weiter geht's. Dann brauchen wir den hier. 2 Dreier. Und einmal so ein Schlachtzendel. So, dann bauen wir mal weiter. Okay. Hier unten dran kommt jetzt dieser hier. Dann der hier. Okay, da könnte auch eine Tür werden. Weil hier sind so 2 von diesen. Aber wo kommt die Tür dann hin? Wir haben ja da schon eine Tür in der Außenwand. Hier. Ja, also, so richtig bin ich mir noch nicht sicher. So, was ist das? So, eine Truhe oder so könnte es auch werden. Es geht nämlich weiter. 512. So, Sherry Sherry Lady. Ja, das braucht mal was. Und der nächste Schritt. Ich gehe davon aus, das wird eine Truhe auf jeden Fall. Und danke für die Rose. Vielen lieben Dank hier. Antikio, nee, oh, das ist ein schwerer Name. Den kann ich nicht aussprechen. So, wir suchen wieder die Steinchen für Schritt 512. Und ja, denkt dran, ne? Wenn wir also die... Boah, 8000 Likes hat er geschafft. Das ist ja super nett. Vielen lieben Dank. Nein, du hast die Kiste vergessen aufzumachen. Aber eben hast du ja 4 bekommen. Ja, genau, passt doch, alles gut. Wunderbar, dann hast du doch eben wenigstens Glück. Und ihr habt schön unterstützt. Ja, das auf jeden Fall. Ich freue mich, dass ihr da wart. Ja, und dass ihr so viele Likes da gelassen habt. 8000 Likes dafür, dass ich hier so ein paar Noppen zusammenbaue. Und ich glaube, wir bauen hier gerade entweder den Boden für eine Schatztruhe oder den Deckel für eine Schatztruhe. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir hier bauen. Aber heute gibt es keine Schatztruhe mehr. Deine Chicken Nuggets verbrennen, dann guten Hunger. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, jetzt hier die 1,5 Stunden Burg Blausteinbau. Wir haben ein Bett gebaut, wir haben hier diese Holzvertäfelung gebaut an der Wand und wir haben ja irgendwas gebaut, was noch ein bisschen Rätselraten ist. Dann macht's gut. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Wir sind bei Schritt 512 von 900 und hier geht's demnächst weiter. Ich zeige euch gerade noch kurz, wie es hier weitergeht, ja, mit diesen ganzen Steinen, die ihr hier seht. Ja. Noch circa 2000 Steine, die in Beuteln verpackt sind und die hier jetzt liegen. Ja, also das wird noch einiges, was wir hier für den Saalbau brauchen. Dann eine gute Nacht, macht's gut, bis dann, ciao, ciao.